Willkommen zum sechsten Part von Let's Play Lego City Undercover zu 100%. Im letzten Part haben wir den zweiten Spezialauftrag abgeschlossen, jetzt stehen wir kurz vorm dritten. Ich möchte mich nur hier draußen noch kurz ein bisschen umschauen, weil es gab, glaube ich, hier irgendwo noch was zu holen. Kann sein, dass ich mich irre, dass es mittlerweile woanders ist oder wie auch immer. Ich weiß ja nicht, das Spiel hat sich ja ein bisschen verändert. Aber, na gut, das wird wahrscheinlich das hier gewesen sein. Ich glaube, das konnte man früher schon eher zerstören. Naja, ist auch egal. Wir müssen irgendeine Dampfpfeife, ja, keine Ahnung, betätigen, um da reinzukommen. In diese Mine. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ich glaube, hier könnte man irgendwie drüber. Könnte man nicht? Könnte man doch? Könnte man nicht? Schade. Ich dachte, das ging irgendwie. Hier hinten haben wir noch einen Superstein, schön. Jetzt stell dich doch da nicht so an, Chase. Als ob man da nicht drauf kann. Haben sie mal mitgedacht, dass man da nicht cheaten kann, um da hochzukommen. Ich weiß doch nicht, was einem das nochmal gebracht hat, aber irgendwas hat's gebracht. Hier kommt man trotzdem hoch. Aber man kommt noch nicht hin. Und Chase springt auch nicht. Doch jetzt. Das ist, sieht aus wie Rex Fury. Und da kommen wir aber noch nicht dran. Da brauchen wir auch Rex Fury, um Rex Fury freizuschalten. Kein Problem, ja. Ja gut, dann machen wir mal unseren Job. Da oben gab es zwar, glaube ich, auch noch einen Superstein. Und den können wir uns auch später holen. Hier ist sicherlich das Ventilrad drin, um die Schicht der Bergarbeiter zu beenden. Ja, sehen wir auch mal, wenn man so ungeduldig ist und schon vorher A drückt. Haben auch ein Leben verloren. So, her mit dem Ventilrad. Ab zur Schichtbeendigung. Ja, mich nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. Oh, ich glaube, ich hätte vorher mit dem reden sollen, dann wäre es jetzt wahrscheinlich ein geiler Joke gewesen. Tja, lasst uns in die Mine gehen. Die habe ich mal irgendwann in Minecraft nachgebaut, als ich noch kleiner war. Ah, das finde ich immer geil, dass hier so eine kleine Miniatur-Aufbau-Dings von der Mine ist. Könnte man da sich theoretisch auch zu Hause nachbauen, so schwierig sieht es nicht aus. Coole Sache auf jeden Fall. Die Mine. Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh. Kannst du dich verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er! Puste ihn weg! Mit dem Dynamit! Oh. Also das ein paar Helden. Kuckuck! Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal! Dynamit ist nicht zum Spielen da! Und du, zieh dir Schutzkleidung an! Ja. Ei, ei, Sir. Ruhig, ruhig. So. Pete hätte in diesem Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste. Hahaha, ah, hier haben wir Jesus. Nee, Quatsch. Guy Newberry. Ja, erste Verwandlung. Sehr nice. Nee, dafür bin ich hier, mein Freund. Planen Sie Ihre eigene Mine. Damit kann man ja nur graben. Idioten! Hätten Sie sich die Arbeit sparen und das ganze Erz einfach holen sollen? So ein Mist aber auch. Hab ich doch gleich am ersten Tag die ganze Anlage lahmgelegt. Ungünstig, mein Freund. So, Leute, hier kann man noch nicht viel machen. Das heißt, wir gehen mal nach hier. Ja, Chase, ja. Alles gut. Du musst doch das Ding trotzdem dabei haben. Ach ja, nächster Spezialauftrag. Wir müssen natürlich wieder Stats sammeln. Aber das sollte jetzt wesentlich einfacher sein, weil wir haben ja Stats mal 2 aktiviert. So. Hier haben wir irgendwas zum Aufbauen, was wir verschieben können. Das ist wichtig. So.
ob mir der Vorarbeiter wohl erlaubt, etwas Dynamit zu borgen, um damit den Baumstumpf in meinem Garten zu entfernen. Ja, ich glaube nicht, mein Freund. Wäre zumindest seltsam, ein komischer Vorarbeiter. Spring doch. Ich will doch nur noch da drüben. So. Achso, hier kann man noch nichts machen. Schade. Ich dachte, hier wäre schon irgendwas. Egal. Ja, Topf. Jetzt ab nach da oben. Mit der Wurfhakenkanone darüber geschwungen und gut ist. Mein Solch habe ich diesen Monat locker und mit dem Bonus lasse ich mich dann im Wellnessladen ordentlich verwöhnen. Oh, das machst du richtig, mein Freund. Ist ja hart genug, die Arbeit hier. Zumindest gehe ich mal davon aus. So. Das Gebäude, das Blackwell plant, das sah richtig toll aus. Aber da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Ganz bestimmt. Nicht unsere Preisklasse. So, wer ist jetzt schon wieder Blackwell, hm? Tja, was ist das hier? Nicht gut. Ja, guckt mal, wir haben jetzt schon so viel an den, von den Stats haben wir eigentlich noch gar nichts eingesammelt. Das wird auf jeden Fall nice. So, nächste Verwandlung freigeschalten. Chase als Bergarbeiter. Ja. Sehr praktisch. Haben wir auch irgendwo... Ich kann jetzt Dynamit benutzen? Ja. Das wird ein echter Knaller. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt auch irgendwo Dynamit? Erstmal können wir auf jeden Fall diese Art von Steinen hier zerstören, was sehr, sehr praktisch ist. Und wichtig vor allem auch. Dann lasst uns mal nach dort unten gehen. Das ist halt wirklich echt nice. Weil die findet man, oder beziehungsweise haben wir ja gesehen, dass das schon überall auf der Karte irgendwo war. Und ja, dadurch wird uns auf jeden Fall der Weg zu vielen weiteren Orten freigeräumt. Und vor allem kriegt man einen Haufen Kohle, wenn wir die Teile aufmachen. Das ist natürlich gut für den... für diese Leiste da oben. Und hier bauen wir unseren ersten Dynamitautomaten auf. Haben wir auch schon oft gesehen. Aber noch nicht benutzen können. Leider. Aber jetzt kommen wir es natürlich. So. Her damit und dann lasst uns das mal da rausspringen. Ja, kein Problem. Machen wir doch. Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. So, hier funktioniert wieder alles, wie es scheint. Was natürlich auch zu unserem Vorteil ist. Und was ich da sehe, sehen meine Augen auch gern. Nämlich Geld. Hey Mann, das kannst du nicht haben. Ich brauche mein Dynamit. Ja, nice. Dann lass uns das doch mal tun. So, hier gibt es einen blauen Stud. Da müsste ja gleich oben ordentlich was passieren. Naja, gut, das geht. Aber trotzdem, lasst uns die Gleise reparieren. Dann kommen wir hier auf jeden Fall weiter. Beste Freunde für immer. Willst du meine Lore schieben? Liebend gern. Ach, jetzt kommen hier schon die harten Typen. Ah, die sind jetzt noch nicht hart. Ach lol, der ist gestorben. Huch. So, du bist verhaftet, mein Freund, und wir gehen weiter. Na, hier vorne gibt es, glaube ich, für uns nichts mehr zu holen. Hinten geht es natürlich gleich mit Assis weiter. Komm mal her, mein Freund. Oh, gut. Ich werde bereits erwartet. Ja, das ist sehr praktisch. Ja, mit der Spitzhacke kann ich die auch verprügeln, das ist natürlich nice. Zack, weg mit ihm. Wird da nicht jeden Tag jemand mit einer Spitzhacke verprügelt? Egal. Ja, scheint so, Chase. Das ist natürlich ungünstig, aber wir lassen uns nicht verarschen. Und vor allem schon gar nicht von solchen Lappen umbringen. So, her mit dem Stud. Sollten wir gleich schon... Das scheint mir eine Felskante zu sein. Ja, in der Tat. Dann sollten wir gleich schon dieses Stadtziel da erreicht haben.
So, Dynamit her. Und das Toilettenhäuschen sprengen. Hier noch kurz die zwei Dinger mitnehmen. Sammeln hier gleich nochmal alles ein. Ups, okay. Verstanden. Keine Bohnen mehr. ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Super. Ein Sprungbrett. Fühle ich mich gleich sicherer. Hoffe, meine Krankenversicherung deckt das ab. Bestimmt. Das hier ist richtig geil. Sag ich euch jetzt schon. Drei. Ah, ich war nicht bereit! Tja, Pech gehabt, Chase. Das ist auf jeden Fall richtig nice. So, ich weiß nicht... Mein Kopf fühlt sich an, als hätte ihn jemand als Rambock benutzt. Ob man auf irgendeiner Seite hier durch musste, um irgendwas einzusammeln. Aber ich glaube, wenn, dann sind die in diesen Kreisen hier drin. Huch. Wieso war das da? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile gewöhnt man sich fast an den Schrecken. Echt? Hätte ich gar nicht gedacht. Ah, fuck, das war der wichtigste Kreis, den habe ich natürlich nicht bekommen. Ah, scheiße. Darüber. Gut, dass da gerade dieser Hinweis stand mit dem... Warum ecke ich nur immer wieder an? A drücken. Ah, jetzt haben wir es geschafft, glaube ich, ne? Ja, ja. Alles gut. So, eine kleine Kurve fliegen, damit wir hier diese... Wow, geil, dass wir die gar nicht mehr kriegen. Lego City hält, jawohl. So. Jetzt haben wir da oben die das mit den Stats hingekriegt. Ich glaube, ich habe mich hier immer in diesem See nochmal umgeschaut, aber hier war nie was. Kann das sein? Oder war hier irgendwo was? Da liegen so ein Haufen Fässer drin rum. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus, Freunde. Na, hier scheint auch nichts weiter zu sein. Na gut. Warum auch immer jetzt diese komische Action-Musik noch da ist, fragt mich nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Stats hier erreicht. Das ist schon mal nice. Was gibt's hier oben? Ist hier ein Typ, den ich verprügeln muss? Nee. So... Hier musste man irgendwo was suchen, kann das sein? Nee? Doch, was bist du für einer? Dass es einen Aufzug gibt? Wo? Nein! Oh Gott. Das sind ja mal wieder ein paar Helden hier, ha? So. Warum ist diese komische Musik noch da? Ich mag die nicht. Diese Action-Musik gleich passiert, scheiße. Ah, hier kann ich doch weiter, oder nicht? Scheint so. Kurz noch umschauen hier ein bisschen. Jetzt muss man ja nicht mal jeden Stat einsammeln, den wir finden. Das ist schon mal gut. Da ist auch nichts weiter. Da ist auch nichts weiter. Na, dann können wir weiter. Ja. Ich hatte vor, den Spezialauftrag in diesem Part abzuschließen. Ich hoffe, das gelingt mir auch. Ach, hier sind wir. Okay. Wir können es uns jetzt natürlich einfach machen. Und ich baue dieses Ding da einfach hin. Ach, hier sind wir. Aber das wäre ja langweilig. Finde genügend Steine, um die Bergbahn zu bauen. Wie viel kostet die denn? Wir sollten schon letzte Woche eine neue Bergbahn kriegen. 22.000. Ich habe jetzt wohl genug Steine für den Superbau. Die 22.000, die holen wir uns aber erstmal wieder. Was ist denn das? Ach so, da muss ich wieder suchen und dahin. Ja, okay. Okay, ich hab's verstanden. War nicht was zum Bauen? Nee. Ich dachte. Mein Gott, da muss ich mich dran gewöhnen, wieder, dass wir jetzt so viele Verwandlungen schon haben, die was können, 3 Stück. Da sollte der erste kleinere Stein drin sein, oder? Ah ne, Dynamit. Auch nicht schlecht. Können wir wenigstens da diese Lore sprengen. Tut mir leid, Mister, mit dem Nickerchen ist es gleich vorbei. Hm.
Chillig. Tiefen Schlaf. Ziemlich tiefen Schlaf, ja. Ob das so gesund ist? Der wird ja gar nicht wach. So. Was haben wir hier? Da kommen wir noch nicht hin. Da komme ich auch noch nicht hin. Hier ist aber ein Superstein, oder? Ja. War es ein großer? Nein. Also wir holen uns die definitiv, weil man braucht die ja auch auf der Overworld, und die 52.000, die wir hatten, das ist schon eine echt ansehnliche Summe. Was bist denn du für einer? Ab auf die Fresse. Ich bin doch selber ein Gangster. So. Weg mit denen. Aber hier war einer, ne? Ja. Sogar ein großer. Her damit. Now. Mein Gott, jetzt geh doch da hoch. Verarsch mich nicht. So. Ich glaube, wenn man es geschickt angestellt hat, nächstes Mal, wenn ich eine dann ist man von weiter. Mache, sollte ich aufpassen, dass der Vorarbeiter nichts mitkriegt. Jetzt halt. Muss ich eine Doppelschicht schieben. Die gelben Teile muss man zerstören. Wenn man von weiter oben, kann man, glaube ich, hier auf dieses Ding hochspringen, und da ist ein Fahrzeug. Das weiß ich noch. Da wäre giftiges Gas ausgetreten, aber dann war es nur Stinker Fletcher. Okay, der Typ, da muss ja echt krass stinken. Was zur Hölle? So, was ist hier drüben? Achso. Noch ein kleiner Superstein. Ich weiß noch, wo der letzte große ist. Der kommt demnächst. Logischerweise, weil man muss den ja hier irgendwo finden. So. Das ist halt wirklich sehr beruhigend, wenn man nicht mehr auf jeden, wirklich jeden Stein achten muss hier. So, und jetzt sind wir hier oben. Als er sagte, das ist in der Mine Spuk. Hat mich da was berührt? Ja, ich. So, einmal da straight drüber gehen. Da ist die Fackel. Ja gut, nimm die mal mit. Gute, ehrliche, mannhafte Arbeit. Im Lunte anzünden und Abstand halten. Das ist ein bisschen viel Dynamit, oder? Chase, sag mal. Nicht so schön so. Ha. Gute, ehrliche, mannhafte Arbeit im Schweiße des Angesichts. Ich muss kurz noch schauen, ob wir hier drüben. Ne. Ich dachte, hier wäre noch so ein gelber Stein gewesen, dachte ich, aber ist nicht. Ja, lauf halt nicht davor. So. Hier ist noch einer. Nummer 2 von 5. Ich glaube aber, die kann man auch nicht alle. Die kann man, glaube ich, auch nicht alle finden, genauso wie diese Vögel hier. Die muss man auch freilassen. Kann man noch nicht schaffen. 1 von 4. Okay. Nach drüben und hopp und hopp und zack. Jawohl. So. Und von wo könnte man jetzt da runter springen? Ich glaube, es war von hier. Jawohl. Dann können wir den Aufzug reparieren, und da ist ein schönes Fahrzeug drin. Das ist sehr praktisch. Dann sind wir aber wieder ganz unten, und man kommt ja recht schnell wieder nach oben. Steadfast. Huhu. Schön. Kann euch ja kurz den Weg schneiden bis hoch. So, sind wir wieder hier oben. Und hier ist schon der zweite Vogel. Okay. Ich wusste nicht mehr, dass die doch schon so nah nebeneinander sind. Aber ich glaube, man kann einen nicht finden. Einen kann man, glaube ich, nicht holen. Genauso wie bei den gelben Steinen da. So. Einmal bis rüber gehüpft. Oh Gott. Chase, mach doch keinen Scheiß. Mann!
Jetzt mach das, was ich dir sage, Chase. Danke. So. Jetzt aber. Darüber geklettert und gut. Noch dieses komische eine Ding da runtergerutscht. Man sieht es aber auch nicht, wo das Ding ist, ne? So, hier runter. Den ganzen Tag hau ich und da ist er. Schleppe Felsen von A nach B. Da darf ich doch wohl abends mal die Füße hochlegen. Ja, sagt da jemand was dagegen? Halt! Der Boss hat gesagt, dass wir schon 6 Tage keinen Unfall mehr hatten. Vielleicht brechen wir diesmal sogar den Rekord. Wow. So, hier noch durch. War hier nicht auch noch einer drin? Nee, nur ein Stats. Okay, dann lasst uns mal weiterschauen, weil hier haben wir jetzt alles erledigt. Hey, gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht rein. Die Dinger sind nicht sicher. Ach was, hab kein Schiss. Wir gehen da rein, fertig ist. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Das wird schon werden. Seit wann ist da ein Regenbogen? Vor allem, wie kommt er da hin? Ist gar kein Sonnenlicht. Pass mal auf! Ey, mach keinen Scheiß! Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Vor allem, als ob an diesem offiziellen Ding da irgendwas dran ist, womit man das Ding zum Abstürzen bringen kann. Was zur Hölle? Haha, das sollte ihn aufhalten! Ja, das glaubst aber auch nur du. Mein Freund. Beine dran, Arme dran, Kopf dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück. So. Der hier ist ein bisschen tricky. Hä? Warum kommt jetzt dieser Einspieler? Hä, warte mal, wie konnte man den denn nochmal... Musste man den von oben? Von oben holen irgendwie? Ich dachte, diese Welle hätte den irgendwie immer zerstört. Man kann ja hier diese komische... Dann musste man, glaube ich, von oben drauf springen. Dann war es der Stein. Ich dachte, der kam später. Okay. Noch mehr Schurken. Stinker muss in der Nähe sein. Was macht er hier unten, Alter? Das Problem ist bloß, wenn ich jetzt den einen Typen nicht besiege, dann kommt die ganze Zeit diese Scheißmusik. Das möchte ich eigentlich verhindern. Hä? Verarscht ihr mich? Achso. Chili Vanilli. Die sind beide gestorben in dieser Jauche da unten. Kein Problem für mich. Hier noch irgendwas sonst? Wo war jetzt dieser Stein? Dort. Genau. Sogar nicht gestorben, wow. Vielleicht finden wir den letzten davon ja wenigstens doch noch. So. Komm, schmeiß runter deinen Müll. Kein Problem. Okay, und weiter geht's. Irgendwie nach hier oben. Achso. Irgendwie nach hier oben. Die Stats zeigen mir den Weg. Zack. Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Ja, naja. Was auch immer ich dort gemacht habe und wie ich da wieder hochgekommen bin, keine Ahnung. Aber gut, dass ich wieder hochgekommen bin. Jetzt sind wir mal den ganzen Weg von da unten wieder hochgewollt. So, und jetzt sind wir doch auch schon fast am Ziel. Huch. Naja. Das war ja ein geschenkter Typ. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass hier... diese Typen waren. Bei denen hätte ich das gern runtergeschleudert, das war früher immer so lustig. ne, die Vögel konnte man, okay, die Vögel konnte man holen. Der letzte Kristall ist woanders, aber die Vögel, das habe ich nicht mehr im Gedächtnis gehabt, okay. Ach ja, man muss ja auch noch was dafür tun.
Nice. Eine Polizeimarke. Okay, was haben wir hier? Verarschst du mich? Genau, hier war ein Dynamitautomat. So war das. Komm. Bau hin den Quatsch, dann können wir das nächste Toilettenhäuschen sprengen. Irgendwann können die Bauarbeiter gar nicht mehr auf Toilette gehen. Obwohl, wahrscheinlich haben die Erde da unten in diesen Jauchesee gemacht. So wie das Teil aussieht. Hilfe. So warm heute und so sonnig. Muss man gleich mal niesen. Achso, ja, neben, da schon eben stellen. Keine gute Idee. Her mit dem Trampolin. Hier oben können wir mal wieder was nicht machen. Da ist aber, glaube ich, der letzte Kristall. Ja, so war das, glaube ich. Wo ist Stinker? Ja, vermutlich nicht hier. Aber wir finden was anderes. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Gark. Schlurfen, rumsen. Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Wow. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Lol. Wow. Ciao. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Oh. Hey! Tja, so gerade so die besten Leute hat er nicht, ja? Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Dunby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich habe nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia. Du bist meinetwegen hier? Nein. Er ist okay. Wieso dann? Ich war in der Gegend. Ja, ja. Ihr Paar wird vermisst. Oh. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erst mal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Ja, das passiert dann vermutlich im nächsten Part. Bluebell-Mine, Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Eine Polizeimarke, ein Teil davon zumindest, diesen Typ hier, Guy Newberry und Steadfast. So ein LKW halt. So, die Stats haben wir zum ersten Mal jetzt auch fertig, das heißt ein weiterer goldener Stein wandert dafür auf unser Konto. Level abgeschlossen und Lego City Held 20 von 450. Geschichte fortsetzen. Ja. Mal schauen, kommt jetzt eine... Ja, natürlich, das Dojo sehen wir da schon, da müssen wir als nächstes dann hin. Was gibt's zu sagen? Also Rex ist ja schon ein ziemlich brutaler Kerl. Also echt keine schlechte Idee, vielleicht mal in dieses Dojo zu gehen und dort sich ein bisschen... Ja, ausbilden zu lassen. Kapitel 4, wenn es hart auf hart kommt. Hey Chase, was hast du in der Mine herausgefunden? Dass ich kein guter Kämpfer bin. Bitte? Rex war dort. Er hat sich Stinker vor mir geschnappt und mich dann noch K.O. geschlagen. Puh, und was willst du jetzt machen? Schnurstracks zum örtlichen Dojo gehen und trainieren, damit ihm das nicht noch einmal gelingt. Okay, ich rufe Frank dann nochmal an. Hat bestimmt sein Telefon verloren. Also wie der Typ es geschafft hat, Polizist zu werden, also das würde ich gern erfahren. So, gab es nicht irgendeine Möglichkeit, da hochzukommen?
irgendwie dachte ich, gab es eine Möglichkeit, aber egal. Ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Wir gehen dann zum Dojo im nächsten Part und hoffentlich bringt es auch etwas. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.